Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 bei mir auf dem Kanal. Wir stehen hier vor unserem Case aus einem einfachen Grund. Ich habe mich hier erstmal zu unserem Feld gebracht, das wir ja in der letzten Folge mit der Kreiselecke bearbeitet haben und wir hier auch entsprechend ja jetzt ein Saatbett haben. Und er zeigt mir immer noch kein Unkraut an. Ich glaube, das ist gut. Da bin ich mal gespannt, denn wir wollen ja wissen, wie gesagt, wenn wir die Felder unterschiedlich nach der Ernte bearbeiten, ob mit einer Kreiselecke oder mit einer Scheibenecke, wie sich das verhält. Und wenn wir natürlich dann mit der Kreiselecke drüber gehen und ein bisschen länger brauchen, aber anschließend nicht Unkraut bekämpfen müssen, das mit Herbizid eingreifen müssen, dann glaube ich, gibt das unter einem Strich dann auch wieder ein bisschen mehr Geld, weil wir einfach mehr oder weniger Geld ausgeben. Okay, das wäre der erste Teil. Wir sind im nächsten Monat bereits angekommen. Ich habe wieder etwas vorgespult, denn im März gab es nicht mehr so viel zu tun. Und wir können jetzt auf diesem Feld hier eben Soja ausbringen. So war der Plan. Und auf dem großen Feld hier vorne, da können wir jetzt natürlich unser Mais ansehen, dass wir dann im nächsten oder am Ende des Jahres dann eventuell häckseln. Obwohl, nö, das ist eigentlich relativ sicher, denn wir haben uns ja einen kleinen Häcksler gekauft. Aber, jetzt komme ich gleich dazu, wenn wir am Hof sind, da will ich euch noch mal was zeigen, denn es ist natürlich klar, ne, Murphys Gesetz schlägt wieder mal ein bisschen zu. Warum? Naja, wir schauen gleich noch mal, was es diesen Monat beim Händler gibt. Nämlich logischerweise einen Häcksler. Und zwar einen wunderschönen Häcksler von Fendt. Nicht von Fendt, sondern von John Deere. Und da hätte ich jetzt eigentlich auch Lust darauf, den zu erwerben, weil der natürlich deutlich stärker, leistungsstärker ist. So, wir schauen jetzt gleich mal rein. Und dann will ich euch auch noch was anderes zeigen. Wir gehen hier zum Gebrauchthändler. Guckt mal an. Hier, der John Deere 9000, das wäre natürlich ein Maschinchen, 44% gespart, aber 251.000, wir würden natürlich für unseren anderen Häcksler noch, keine Ahnung, 20, 30, 40.000 kriegen, müssten aber dann nochmal kräftig hier einen Kredit aufnehmen, wenn wir eben hier diesen John Deere haben wollen. Okay, da mache ich mir nochmal Gedanken, bin ich mir noch nicht ganz so schlüssig, ansonsten gibt es nichts sonst Wichtiges, Interessantes, was wir hier bräuchten, aber was anderes will ich euch zeigen, und zwar hatten wir ja uns, oder habe ich mir ein bisschen aufgeschrieben, das Thema mit den Tierchen, zum einen, wie es sich hier mit den Schweinen verhält, wann hier der maximale Preis ist. Und im letzten Monat war das bei 833, das heißt also, der Preis steigt noch, 879 ist jetzt notiert. Und das Zweite war, wir haben ja in der letzten Folge die ersten Kühe rübergebracht in unseren Haupthof. Jetzt sind hier noch 10 Stück im alten Hof. Und da war die Gesamtkapazität, die Effektivität bei etwas mehr als 36.000. Also das heißt, es hat sich jetzt hier verändert, weil weniger Kühe drin sind. Reicht also das Futter nochmal etwas länger. Und auch hier der Verkaufspreis ist etwas gestiegen. Aber hier wissen wir ja, glaube ich, bei 1.500 ist Schluss. Dann ist der Maximalpreis erreicht für die Tierchen. Und dann kann man die entweder verkaufen oder wir bringen die rüber, damit die nochmal in die Reproduktion gehen. Das werden wir uns dann noch überlegen. Hier schalten wir jetzt erstmal aus und gehen in die Aussaat. So, Entschuldigung, musste ich mich mal kurz räuspern und den Frosch entfernen. So, jetzt muss ich nochmal überlegen. Wir müssen nochmal schauen, und zwar in unsere Gerätschaften. Wir haben eine Einzelkorn-Sämaschine, die braucht 150 und wir haben diese 160. Gut, dann würde ich doch sagen, einfach wegen der Optik, nehmen wir den John Deere für die Einzelkorn-Sämaschine. Die müsste, glaube ich, in der Halle stehen. Jo. Und dann beginnen wir nämlich mit der Maisaussaat. So, und da möchte ich dann auch ein bisschen was anderes machen. Jetzt müssen wir mal schauen. Haben wir hier nicht noch irgendwo Saatgut? War da nicht noch irgendwo was? Ich muss mal gerade schauen. Nee, das ist, glaube ich, Kalk. Jo, das ist Kalk. Also, dann müssen wir hier an unsere Station. Und dann hier erstmal auffüllen.
So, mal aufklappen. Genau. Das müsste das Saatgut sein. Wir schalten mal wieder. So, wo haben wir es denn? Die Hilfe ein. So, das Hilfefenster. Dann, das hilft uns zu wissen, wann wir hoffentlich runter. Ist nämlich nicht ganz so einfach mit dem Trigger. So, wir klappen zu die Behälter für Saatgut. Und jetzt gehen die Behälter für den Dünger auf. Ja, da müssen wir dann wieder ein bisschen hin und her fahren. So, jetzt aber. Und auffüllen. Und dann geht's aufs Feld. Aber wir werden jetzt ein kleines bisschen anders anfangen. Denn damit uns das Ganze nicht wieder aus dem Ruder läuft, wir müssen ja immer ein bisschen aufpassen, wenn natürlich die Geräte etwas breiter sind als die Abtrennungen zwischen den Feldern. Ruckzuck fährt er dann wieder woanders hin. So, das Gute an dieser Maschine ist meines Wissens, dass die ja eine Direktsaat ist, beziehungsweise, genau. Das heißt, wir müssen hier jetzt nicht mehr grubbern, das können wir uns eigentlich sparen. Und wir fahren jetzt ans Ende des Feldes, denn wenn wir jetzt Hochzus fahren und beginnen mit der Aussaat, dann sollte es, denke ich, keine Probleme geben, dass der Helfer dann auch weiß, wo er hin muss. Denn in der Zwischenzeit werden wir uns die andere Saatmaschine holen mit dem Case und beginnen, Soja auszusehen. So. Dann klappen wir gleich mal die Maschine aus. Das ist dann auch immer so ein bisschen so ein schöner Effekt. Oh, was passiert hier? Okay. Hä? Was passiert denn hier jetzt? Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass wenn man mit der Maschine hier rüberfährt. Okay, interessant, interessant. So, ausklappen. Nicht vergessen, umstellen auf Mais. Das ganze Feld soll Mais werden. Sehr schön. So, ein bisschen noch ran. Und dann schicken wir den Helfer los. Dann sollte das ja hoffentlich klappen. Sehr gut. Ja, wir haben da hier schon mal ein bisschen vorgedüngt mit Gülle und mit Gärresten. Und deswegen geht aber hier trotzdem noch einiges raus. Das heißt, wir werden mit Sicherheit hier einige Male den Kollegen auffüllen müssen. Gut, aber so wie ich das sehe, klappt das. Ja, hier zeigt er jetzt auch Unkraut an, ne? Ja, ja, okay. Das heißt, wir werden da Unkraut bekämpfen müssen. Ich bin, wie gesagt, gespannt auf den Test mit der Kreiselecke, ob die dann wirklich diesen Effekt hat, dass wenn man das Feld damit vorbereitet, dass wir dann eben kein Unkraut mehr bekämpfen müssen. So, der Kollege macht seine Bahnen. Wir springen in den Massey Ferguson, nicht in den Case. Da lassen wir dann mal hier das Tiergerätchen, na, der, okay, nee, den Anhänger bringen wir weg, weil damit wir den Mist auch wegfahren können. So, früher oder später müssen wir mal anfangen, die Geräte auf die Seite zu bringen, weil wir hier noch eine Halle hinstellen möchten. Aber, ja, das wird alles noch ein bisschen dauern. Aber ich denke dann im Herbst, wenn wir, wie gesagt, unsere Erträge sofort verkaufen, dann werden wir auch Geld bekommen hier zum Arbeiten, damit wir den Hof wieder etwas gestalten können. So, das hier ist unser Maschinenschiff für die Soja. Für das Soja. Den Soja. Wie auch immer. So, wir stellen gleich mal um. Safe. Das ist Raps, das ist Soja. Okay. Hier müssen wir auf jeden Fall düngen. Die Maschine hat nur Saatgut. Ist aber auch, ja gut, wäre jetzt in dem Fall egal, weil wir haben das Saatbett ja schon gemacht. So, jetzt schauen wir mal, weil ich denke, der Johnny wird jetzt schon da sein und wird mit Sicherheit hier wenden, oder? Ne, da kommt er. Wir schauen uns mal kurz die Wände an, weil ich bin der Meinung, da macht mit Sicherheit dann noch ein Vorgewende oder wir müssen noch ein Vorgewende fahren. So, da kommt er. Gemach, gemach, mein Freund.
So, wir müssten mal schauen, kann das sein? Nee, die Gerätschaften sind alle in Ordnung. 12 km/h, ich glaube, das passt schon. Weil es kommt mir schon ein bisschen langsam vor, aber ich glaube, er kriegt es hin. So, jetzt schauen wir mal, was er tut. Ja, er müsste jetzt rückwärts setzen. Ja, das passt doch. Hervorragend. Jupp, ich glaube, den können wir alleine lassen. Der macht seinen Job ganz gut. Das wird jetzt passen. Sehr schön. So, Dele, dann damit zum nächsten Feld. Das ja, wie gesagt, vorbereitet ist. Ein schönes Saatbett hat und da müssten wir dann richtig sauber aussehen können. So, links unsere Sonnenblumen. Und da bin ich dann auch mal gespannt. Denn eine Option wäre natürlich auch mal zu überlegen, ob wir uns, so wie in der alten Staffel, eine Mühle auf den Hof stellen. Und zwar eine Mühle, die auch Öl produzieren kann. Rapsöl und Sonnenblumenöl. So, wo fangen wir an? Wir nehmen die lange Seite, oder? So, umgestellt haben wir ja auf Soja, das passt soweit. Nicht, dass wir hier aus Versehen das Falsche ansehen. Ja, da hätten wir eigentlich auch hier rumfahren können, da wären wir gleich richtig gewesen. So, wir klappen wieder aus. Die Maschine hat, glaube ich, nur 5 Meter Arbeitsbreite. Das sind natürlich alles Geräte so für die Zwischenstufe, für den Übergang, weil wir brauchen auf jeden Fall dann breiteres Gerät. So. Ja. Sieht schön gut aus, macht die Furchen, wunderbar. So, ich springe nochmal raus, dann schauen wir gleich mal. Ich denke, oder, was zeigt er an? Muss gewalzt werden. Okay, also auf jeden Fall kein Unkraut zeigt er an. Das ist natürlich, wäre nicht verkehrt. Aber wie gesagt, mit deinem 6 Meter, mit deiner 6 Meter Kreiselecke hier über dieses Feld zu fahren, das wird ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und da sollten wir natürlich dann nochmal 1, 2 Traktoren mehr haben, damit wir dann nicht, ich sage mal, blockiert sind, weil die Maschinen eben auf dem Feld unterwegs sind. Und wäre natürlich für unser Weiterkommen, Fortkommen natürlich ein bisschen hinderlich. So, sehr gut. Ja, dann lassen wir auf jeden Fall ihn noch ein paar Bahnen fahren, bevor wir dann, ich sage, nee, bei dem müssen wir das ja gar nicht. Wir müssen ja hier noch ein bisschen dann nachdüngen. Na, wir schauen mal. Ist klar, Soja ist drauf. Ach nee, ich glaube, wir müssen da gar nicht düngen, weil Soja braucht ja gar keinen Stickstoff. Das heißt, da sind wir ja absolut im grünen Bereich. Somit alles wieder richtig gemacht. 98%. Wir müssten eigentlich nur walzen, wenn wir das wollten. Und die Walze, wenn ich richtig weiß, 160 PS können wir natürlich noch mit unserem dritten Schlepper eigentlich bedienen. Sehr schön. So, wo sind wir denn? Hier sind wir. Jo, Wunderbärchen Klärchen. Ja, dann würde ich doch sagen, dann bringen wir doch schon mal den anderen Kollegen hier mit der Walze in Position. Dann haben wir nämlich das Feld auch gleich ready. Allerdings muss man sagen, dass natürlich die Walze deutlich breiter ist als jetzt die Sämaschine. Wo ist denn die Walze? Ganz oben, oder? Kann das sein? Hä, wo ist denn jetzt die Walze? Dumm. Wo haben wir denn die Walze versteckt? Ach, ich glaube in der Werkstatt. Die Walze eine deutlich größere oder ja Arbeitsbreite hat als die Sämaschine. Also das heißt, da müssen wir ein paar Bahnen Vorsprung geben. So. Bingo.
unseren Kühen geht's gut. Die machen sich einen schönen Tag. Bisschen faulenzen. So, der Johnny macht seine Bahnen, dreht seine Kreise sozusagen. Sehr schön, sehr schön. So, und mit ihm jetzt, wie gesagt, zum Sojafeld. Und dann haben wir eigentlich alle Feldfrüchte unterwegs oder untergebracht, die wir brauchen, um unsere Schweine zu füttern mit, ich sage mal, eigenerwirtschaftetem Futter. Dann sind wir langsam autark und nicht mehr abhängig von unserem Händler, um dort Material oder Futter und ähnliches zu kaufen. So, ah ja, okay. Er hat jetzt auch schon die dritte Bahn in Angriff genommen. Sehr, sehr schön. So, dann gehen wir hier schon mal in Startposition. Und warten noch ein bisschen. Sehr gut. Und hier ist unser Johnny unterwegs und macht seine Arbeit. Wunderbar. Also ihr seht, es ist wieder einiges los hier auf unserem Projekt, auf dem Big Farm Projekt hier auf Neubartelshagen. Es geht vorwärts. Wir sind in der Aussaat, werden die letzten Felder jetzt hier vorbereiten, ready machen. Und ich denke, ich übernehme mal hier ganz kurz, mache es dann ihm etwas leichter. Wir fahren hier zwei Vorgewände. Dann hat er es auch leichter zu wenden. Dann kann er hier eine schöne Omega-Wende machen, muss nicht so viel rückwärts fahren. So. Sehr gut, dann schicken wir den Helfer wieder los. Und mit Blick auf unseren Viehhof und auf unseren bestehenden bzw. langsam wachsenden Hof und auf den John Deere darf ich mich an der Stelle recht herzlich wieder mal für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen in unserem wunderschönen Big Farm Projekt. Ich sage danke sehr für eure Aufmerksamkeit. Würde mich natürlich freuen über das ein oder andere den Kommentar, Däumchen und natürlich, wenn euch das Ganze hier gefällt, wäre ein Abo natürlich auch nicht verkehrt. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden Farmer.